Geils ist schon länger nicht mehr geil, aber seit gestern Geilshausen im Kreis Gießen. Zum vierten Finalisten gewählt im Wettbewerb zum Dollendorf 2014. Finale Sonntag um 18 Uhr im hr-Fernsehen. Jens Kölker ist sofort nach Geilshausen geeilt. Und Jens, wie sexy ist Geilshausen? Ja, also wie soll ich sagen? Geilshausen ist schon sehr sexy. Das liegt zum einen an der geilen Landschaft, vor allem aber an den geilen Geilshäusern. Bitteschön. Rund 800 Einwohner hat Geilshausen, Ortsteil von Rabenau im Landkreis Gießen. Und der geilste von allen ist der Ortsvorsteher, Markus Titz. Herr Titz, ihr habt euch als letztes fürs große Finale qualifiziert. Was bedeutet euch das vor allem hier im Landkreis? Ja, wir sind ja die nördlichste Kommune im Landkreis Gießen und wir werden immer als der ländliche Raum bezeichnet und wir wollen dem Rest vom Kreis Gießen und Hessen zeigen, was die Geilshäuser drauf haben. Ah. Woher nehmt ihr das Selbstbewusstsein? Ja, wir sind selbstsicher und wir fahren mit positiver Energie nach Bensheim und wir werden den Golden Otto versuchen nach Geilshausen zu holen. Und dann wird Geilshausen wahrscheinlich umbenannt in Affengeilshausen. Oder so ähnlich. Ja, also man sieht schon, Geilshausen ist richtig scharf auf den goldenen Onkel Otto, hat auch Ecki Drewes heute festgestellt. Der hat gemerkt, Geilshausen ist richtig heiß, hier brennt man. Und deswegen kommt jetzt auch die Feuerwehr. Achtung, Achtung. Ab 14.30 Uhr bitte alle Geilshäuser auf den Sportplatz kommen. Der Dodo wird gefilmt. Interessiert das Bio-Wollschwein nicht, die Geilshäuser dafür umso mehr. Dorf noch schnell schön machen, das übernehmen die Ehrenamtlichen. Die halten die Grünflächen in Schuss. Machen sie das ganze Jahr, nicht nur, wenn dolles Dorf ist. Aber wenn es soweit ist, wird gefeiert. Noch so ein flauschiges Tier, von denen gibt es in Geilshausen so einige. Ist ja auch genug Platz da für alle, im schönen Lumdertal. Mit Blick auf den Vogelsberg. Ja, und wir kommen zum Sockenpaare-Aufhängen-in-30-Sekunden-Spiel. Und für Geilshausen am Start sind Manfred und Tobias. Und nach wie vor gilt es, 10 Sockenpaare zu schlagen. Den Rekord hat Rödenau aufgestellt. Gestern Wichmannshausen eigentlich auch erst 10 Paare. Aber wir haben nachgeguckt, wir haben nachgezählt und festgestellt, auf einem Socken fehlte die Wäscheklammer. Und da wir eine sehr strenge Spieleleitung haben, mussten wir uns leider dazu entscheiden, ein Sockenpaar abzuerkennen. Also Wichmannshausen nur mit 9 Paar Socken, die aufgehängt wurden in 30 Sekunden, aber immerhin noch ein tolles Ergebnis. Jetzt bin ich gespannt, wie Geilshausen sich hier anstellt. Die Regeln kennt ihr, 30 Sekunden, nur Paare nebeneinander, überall eine Wäscheklammer drauf und die Körbe bleiben da unten. Oh, auf die Plätze. Fertig. Psst. Zeit läuft. Jetzt sind gleich 15 Sekunden um. Es läuft ein wenig durchwachsen, möchte ich meinen. Aber vielleicht steigern sie sich noch. Noch 7, 5, 4, 3, 2, 1. Der letzte galt nicht. Wir zählen alle zusammen nach und stellen fest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9! 9! Das heißt, wir haben beim Sockenaufhängspiel ein Endergebnis. Gewonnen hat dieses Spiel Rödenau mit 10 Paar und alle anderen Teilnehmer haben jeweils 9 Paar Socken geholt. Das gibt dann eine gerechte Punkteaufteilung. Bin ich sehr gespannt, wie das nachher in der Endabrechnung aussehen wird. Außerdem muss ich darauf hinweisen, dass es ja ein Spiel, ein Musikquiz bei hr4 gab, bei den Kollegen vom Hörfunk. Auch da haben unsere 4 Finaldörfer hervorragend abgeschlossen und alle die maximale Punktzahl geholt. Und noch mehr Punkte gibt es ab 20 Uhr im Internet zu erspielen. Schauen Sie doch bitte mal nach auf unserer Internetseite. Achtung! www.dollesdorf.hronline.de. Da wird nämlich ab sofort, ab 20 Uhr, Achtung, wieder Kölkerball zu spielen sein.
Da kann man spielen, so oft man möchte. Und die Punkte, die man erspielt, kann man dann seinem Favoritendorf zukommen lassen. Also unbedingt mitmachen. Bis Sonntagmittag ist das geschaltet. Und am Sonntagabend dann das große Dolle-Dorf-Finale. Unter anderem auch mit Geilshausen. Und von da verabschieden wir uns. Und ich gebe zurück in die Hessenschau. Zurück zu dir, Holger. Tschüss. Wunderbar.